Sekunden. Hi, hier ist der Tobias von deinefaszien.de. Ja, heute mal ein bisschen unterwegs vom Fahrradfahren, weil ich wollte mal kurz zeigen, was man auch beim Fahrradfahren zwischendrin so für seinen Nacken Gutes tun kann. Und zwar, wenn ihr halt Fahrrad fahrt, ihr kennt das mit Sicherheit, wenn ihr so ein paar Stunden auf eurem Bike gesessen habt, dann tut der Nacken auch ruhig schon mal ein bisschen weh. Gerade die oder auch Rennradfahrer, Mountainbiker, ist eigentlich egal, weil ihr seid mit den Oberkörpern nach vorne runter geneigt und was macht der Kopf? Der kippt nach oben. Ja? Demzufolge kann das im Nacken sehr, sehr weh tun. So, und deswegen mal kurz zwischendurch eine kleine Übung, was ihr da machen könnt. Selbst hier auf bergauf kann man das super machen. Ich fahre gerade, wie man sieht, so ein bisschen berghoch. So, folgendermaßen. Einmal den Kopf nach vorne und nach hinten schieben. Wichtig dabei, dass ihr auf einer Ebene seid. Ja? Also nicht den Kopf verkanten, sondern auf eine Ebene nach vorne und nach hinten schieben. Dann mal zur Seite. Muss ich immer ein bisschen aufpassen. Zur anderen Seite. Ja? Und das Ganze ruhig einmal von vorne links nach hinten rechts. Jetzt bin ich auf dem Berg oben angekommen. Halte ich mal an. Aber nee, ich fahre weiter, damit ihr seht, dass man es wirklich zwischendrin machen kann. So, jetzt fahre ich bergab. So, nach links, hinten rechts. Links, hinten rechts. Haben sie sogar Sprungschanze mit eingebaut. Jawohl. Mal ein bisschen langsamer. Einhand ist ein bisschen schwierig. Also rechts, links, rechts. Andere Seite, weil ihr kennt das ja beim Faszientraining. Es ist wichtig, immer die Richtung zu ändern und nicht nur in eine Richtung zu bleiben. So, jetzt mal für den Schulterblick, dass der auch gut gelingt. Einmal zack, zur anderen Seite. Und jetzt nach hinten in die Schulter rein. Und zur anderen Schulter. Okay, also ihr seht, man kann auch während des schönen Bikens, gerade bei so super Wetter wie heute, auch zwischendurch was machen. Ja? Also, wenn der Nacken wehtut beim Biken, einfach mal zwischendurch so eine Übung mit eingeschoben. Und wenn ihr beide Hände am Lenkrad habt, klappt das auch noch besser als jetzt bei mir mit einer Hand, weil mit einer Hand musste ich ja filmen. Okay. Ich werde auch in Zukunft noch ein paar andere Videos wieder machen für euch Biker. Aber nicht nur für die Biker. Die Übung tut allen gut. Gerade auch die Sesselhocker, die den ganzen Tag am Bürotisch gefesselt sind. Das ist die Übung auch sehr, sehr gut. Okay, das war's. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und genießt den Tag so wie ich. Ich werde jetzt eine Runde weiter biken. Dann, bis bald, euer Tobias von deinefaszien.de.